einfach ein bisschen aufpassen hier in unserem Viertel. Versuchen, ja, die einzelnen Gangster hier rauszuholen. So, den Spezialisten hat er auch getötet. Den ersetzen wir auch direkt. So, die ist nach Hause. Roberto. Was machst du denn? Bist du an den vorbeigerannt? Na, was sagt eure Ge Okay, den haben wir auch. Noch bevor das Geschäft hier demolieren konnte. Oh, da kommt gerade jemand. Ja, hoffentlich hat er uns jetzt nicht auf den Kieker. Nee, haben wir Glück gehabt. Den holen wir uns gleich mit dem Auto. Okay, hier kommt das Ziel nochmal. Vorbeigefahren, wo ist er? Da ist er. Ja, den kriegen wir so aber nicht. Der hat mit Sicherheit auch Maschinenpistolen und ja, wir haben schon zwei angeschlagene Schläger. Ja, was machst du denn? Bitte einsteigen. So, wir suchen mal das normale Auto, was hier noch rumfährt. Das sollten wir nämlich auf jeden Fall auch aus dem Verkehr ziehen. Hier ist es. Okay, das hat gut geklappt. Hier wird gleich viel Polizei wahrscheinlich wieder auftauchen. Weil da kommen wir nicht drum rum, die auch rauszunehmen hier. Ja, da sind sie schon. Und dann machen wir hier unten direkt weiter, dass wir uns den Landstrich hier auch noch holen. Ja, ziemlich angeschlagen schon die Schläger jetzt. Ist der diese am Verteidigen? Okay, und ich glaube, jetzt sollte hier auch nichts mehr kommen auf der Ecke. Wir sollten erstmal safe sein. Das unsere Geschäfte wurde angegriffen. Dann gucken wir mal, wo das war. Ja, da läuft er. Der Scherzkeks heißt er auch noch. Oh Mann, nee. Mal gucken. Den holen wir uns mit Angelo einfach mal. Einfach um zu vermeiden, dass er hier noch mehr demoliert bei uns. Und das gerade so schön im Plus jetzt hier alles. So, wir gucken noch mal, was war das? Die wollen 10.000, ne? Ja. Die haben wir bald zusammen. Und dann gucken wir mal, dass wir den freikaufen. Und inwiefern er uns dann halt hier unterstützen kann, ne? Sehr schön. So, das reparieren wir. Und hier hinten das Gebäude reparieren wir auch. Dann haben wir wieder ein paar Einnahmen.
Das hier sieht genau aus wie unser neuer Laden. Das ist anscheinend so, wenn Steady den Spezialisten direkt bewacht, dass er dann keine Gangster hier irgendwie vorher schon angreift. Und wenn er das Geschäft aber bewacht, dass er das dann macht. Ist halt dann ärgerlich, wenn der Spezialist irgendwie nachts nach Hause geht und dann getötet wird. Aber gut, Restrisiko bleibt ja immer, ne? Das hier sieht genau aus wie unser neuer Laden. So, wir holen erstmal das Auto wieder und dann holen wir uns hier die beiden Geschäfte noch. Ja, und die müssen wir auch noch holen hier. So, mal sehen, was wir jetzt an Plus kriegen. Ja, sieht schon gut aus. 2000. Wir warten jetzt noch mal eine volle Stunde ab und dann holen wir den Typen aus dem Knast. Na, was sagt eure Gebäudeversicherung? Darf ich mich vorstellen? Ja, Raven kriegt das jetzt mit dem FBI zu tun hier. Aber das ist nicht schlimm. Mal sehen, ob wir den noch kriegen. Ich glaube nicht. Nee, der damit zu spät reagiert. Naja, was soll's. Der wird wahrscheinlich wieder eines unserer Geschäfte drüben demolieren. Oder wir schicken Angelo schon mal. Es kommt halt immer drauf an, wo der langläuft. Roberto holt sich den. Ranfahren. Ja, machen wir. So, Angelo, beeil dich. Angelo rennt wieder in die völlig falsche Richtung. Maria sieht das nicht gut aus. Da müssen wir gleich mal was machen. Was die Gesundheit der Schläge angeht und so weiter. So, hast du ihn doch getötet? Nee, hast du nicht. Warum nicht? Dann lieber zugucken, wie er unsere Geschäfte demoliert. Das haben wir gerne, sowas. Hier vielleicht irgendwo im Krankenhaus ist. Ja, hier ist eins. Dann fahren wir da gleich mit Maria mal hin. So, ansonsten sieht das jetzt stabil aus. Wir übernehmen den Laden hier. So, da kommt das FBI wieder. Aber dann sind wir schon weg, wenn die da sind. Mit Maria hier im Krankenhaus waren, dann legen wir uns mal auf die Lauer. Und zwar
möchte ich gerne das gepanzerte Auto hier aus dem Verkehr ziehen mit einem unserer Ziele. Das müsste ja hier der François Pinard sein. Ah ja, fast vergessen. Wir kaufen die mal frei. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute zur Freiheit. Ja, jetzt haben wir quasi einen Verbündeten gewonnen. Der lässt uns frei durch sein Territorium fahren. Ja, das hätten wir vielleicht vorher konnten wir es nicht machen, weil wir die ja erst bestechen mussten, aber. Roberto kauft mir mal ein Auto und Angelo kriegt auch so eins. Für den Fall der Fälle, wenn Maria wieder in die Bedulia irgendwie gerät. Jo, Lebowski ist aus dem Gefängnis frei. So, Maria ist hochgelevelt. Hochgeheilt. Und wir legen uns hier so ein bisschen auf den Boden. Ich kann mal schauen, wo sich der gerade befinden soll. In der Halsted Street. Ist das hier irgendwo auf der Ecke? Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Mit halt jetzt aufpassen, dass wir hier keine Gesundheit verlieren von Maria. So dass wir gewappnet sind für diesen Kampf. Ich glaube, hier oben das Casino müssen wir noch übernehmen, oder wie waren die Ziele? Nee, wir haben schon alle erreicht, alle Sekundärziele. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wirklich den Abschluss zu machen. Ich würde sagen, wir speichern mal zwischendurch. Wir sind eigentlich gut auf Vorlage. So, wir gucken nochmal. Figo ist jetzt in dem Café hier. Okay. Hier stehen die gepanzerten Wagen. Wir fahren da einfach mal hin. Wir versuchen, den vielleicht schon zu treffen, wenn er wieder zu seinem Auto möchte. Das wäre ja auch nicht verkehrt, wenn das so klappt. Ja, ja, schieß mal. Okay, die sind jetzt auf Streife. Das heißt, dass sie wahrscheinlich schon jetzt wieder zu ihrem Auto gehen. Ja. Schade, da kommen wir ein bisschen zu spät. Okay, Leute, das brechen wir ab. Oder kriegen wir den noch? Nee. Ah, jetzt haben wir alle auf uns. Nee, komm, das. Genau so soll es nicht laufen. Schade. Da sind wir ein paar Sekunden, haben wir uns zu spät entschieden, dahin zu fahren. Aber dann müssten die ja, wenn sie auf Streife fahren, dann müssten sie ja irgendwo hier langkommen wahrscheinlich. Weil der eine, der ist ja hier die Straße lang gefahren. Wenn wir ein bisschen warten, haben wir vielleicht das Glück, dass er uns entgegenkommt. Bei voller Gesundheit sollten wir das eigentlich relativ zügig erledigen. Schauen wir mal, wo die langfahren.
Okay, der eine fällt schon mal hier runter. Das ist der Pinot, den wir letztes Mal schon gesehen hatten. Wir fahren best mal wieder hier rüber. Beziehungsweise hier in die Hauptstraße. Müssen wir ein bisschen gucken, wo der jetzt lang will. Und wo wir ihn am besten abfangen. Okay, der fährt jetzt da rein. Okay, jetzt kriegen wir ihn, Leute. Down. Ja, die haben nicht mal Maschinenpistolen da drin. Das heißt, es ist eigentlich ein Heimspiel für uns. So, die Blauen sind uns zum Glück nicht mehr feindlich gesinnt. Den Schläger verloren. Sehr schön, das war der erste unserer Ziele. So, jetzt müssen wir uns nur noch um diesen Volltrefferdrucker kümmern. Ich gehe mit Maria erstmal wieder ins Krankenhaus und heile uns hoch. Außerdem braucht sie den vierten Schläger wieder und dann kümmern wir uns um den anderen. Kommt drauf an, wo der sich gleich befindet, wenn wir hier hochgelevelt sind. Mit der Gesundheit. Ob wir uns dann auf die Lauer legen vor dem Büro oder ob wir den direkt wieder abfangen. Ich glaube, noch ist er auf Streife. In der Tariff Street. Molksham. Molksham ist hier. Und Tariff Street. Das ist jetzt nicht mehr so schlimm. Sind die Augen jetzt offen halten? Ist der das? Ja, da ist er. Da fährt er also lang. Dann gucken wir mal, dass wir uns den holen. Maria ist hier schon im Anmarsch, aber ja, den kriegen wir wohl nicht mehr. Es kommt halt drauf an, ob wir hier in der Straße vielleicht nochmal umdreht, wenn wir Glück haben. Was ist denn hier? Geschäft wird angegriffen, okay. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall in der Nähe von ihm und wenn wir Glück haben, fährt er vielleicht sogar wieder zum Büro und wir können ihn abfangen. Okay, jetzt riskieren wir es. Okay, wir riskieren das nicht. Dann lassen wir das Auto hier weg.
Ja, die haben uns schon ganz schön zugesetzt jetzt. Ein Schläger ist schon fast tot. Aber wir versuchen das trotzdem. Wir speichern mal vorher, dass ich das halber. Ja, jetzt fährt er hier wieder seine Runde. Den holen wir, glaube ich, nicht mehr ein. Ach, Mist. Wir fahren hier wieder hinten hin. Hier kam er vorhin hoch. Der fährt jetzt hier, glaube ich, seine große Runde. Nee, der fährt immer anders. Okay. Gut. Casino Main Park, das ist das hier. Da fahren wir da mal hin. Und versuchen uns da ein bisschen auf die Lauer zu legen. Ich glaube nämlich, dass er hier sogar hinfährt und dann aussteigt. Und dann wäre das unsere Chance, natürlich da einen kleinen Anschlag zu machen. Und hier fahren viele gepanzerte Autos lang. Wenn du hier erstmal runterfährst. Okay, den müssen wir noch rausnehmen. Das nützt nichts. Er ist ziemlich heftig hier im feindlichen Gebiet. Wir halten mal kurz am Straßenrand und füllen unsere Gangster wieder auf. Ja, jetzt haben die uns auch noch hier auf dem Kicker. Hier wird ein Laden nach dem anderen übernommen. Ja, das war so klar. Jetzt kommt der auch noch. Okay, wir versuchen mit Maria zu flüchten. Ist natürlich sehr ärgerlich jetzt. Und wir fahren entgegen mit Roberto und Angelo. So, wo ist Maria? Ja, Maria muss sich jetzt ein bisschen beeilen. Wo fährt sie denn lang? Sie fährt hier lang. Und Angelo fährt da lang, sehr gut. Roberto von der anderen Seite, so dass wir den dann abfangen können. Verfolgt er uns überhaupt noch? Sieht nicht so danach aus. Aber nichtsdestotrotz können wir dann vielleicht schon mal hier hochfahren zu dem Casino. Doch, da kommt er noch. Das wird auch ein harter Kampf. Die Polizei nehmen wir auch noch raus hier. So, und Roberto versucht mal hier hinzufahren. Hier steht nämlich jetzt das Auto von dem Drucker. Und das wäre natürlich super, wenn wir den jetzt irgendwie erledigen können, wenn er gerade aus dem Spielcasino kommt. So, hier füllt die Schläger wieder auf. Sehr schön.
Okay, wir speichern mal kurz. Roberto muss sich nämlich um den auch noch kümmern hier, weil der hier so schön patrouilliert. Wir wollen ja nicht, dass er uns gleich in die Quere kommt. Die Luft fährt auch erstmal nach Hause, füllt sich wieder auf. Maria kann schon mal wieder sich bereit machen. Aber das sollten wir eigentlich gewonnen haben jetzt, Leute. So eine Frage der Zeit, bis er jetzt hier rauskommt. Oh, harter Kampf. Aber gewonnen. Für uns entschieden. Hier werden gerade viele Geschäfte demoliert von uns. Das macht aber nichts mehr, weil wir so gut wie alle Ziele schon erfüllt haben jetzt. Ja, wir müssen jetzt halt hier ein bisschen patrouillieren, bis er wieder rauskommt. Beziehungsweise mal warten, bis Maria hier ist. Solange fahren wir hier hin und her. So, wo bleibt Maria? Ich möchte halt nicht riskieren durch diese Kurven hier, dass man dann gerade nicht schießen kann und er das zum Auto schafft. Da müssen wir uns halt wieder gegen so ein gepanzertes Auto hier durchsetzen, was natürlich um einiges schwieriger ist. Kämpft. Okay, Maria ist am Start. Da kommt jemand raus. Und wir lassen Maria jetzt hier eine Bombe werfen. Ich speichere nochmal. Lieferservice. Sehr schön. Und da ist er. Mission erledigt, Leute. Baylington ist fest in ihrer Hand. Ein weiterer Schritt, der sie näher an Konstantin heranbringt. Der Verlust von Drucker und Pinot ist ein herber Schlag für ihn, den er wohl kaum so schnell verkraftet. Das ist der Anfang vom Ende des Frankie Constantine. Machen Sie weiter und stoppen Sie seinen Nachschub in Yorkdale. Machen wir. Genau, wir haben wir schon Tresorknacker eigentlich? Einen Bankräuber haben wir. Wir freuen jetzt hier Landucci, auch wenn er von Anfang an bei uns war. Aber wir brauchen den nicht mehr. Schmeichler haben wir schon zwei. Und ansonsten Karten, ja, einen Kartenbetrüger können wir noch mitnehmen. Hier mit Schutzgelderpresser noch. Machen wir das so. Und hier können wir noch drei in den Kampf stecken.